Kennt ihr eigentlich das Portal bremen.de/barrierefrei, das Portal für Menschen mit Einschränkungen? In diesem Video stelle ich es euch vor. So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein letztes Video ist echt lange her, mittlerweile knapp 2 Monate, vielleicht sogar schon etwas über 2 Monate. Lag nicht an mir, lag an meiner Gesundheit. Ich bin leider nochmal im Krankenhaus gelandet, musste operiert werden und so. Aber danach mich noch schon, aber ich bin zurück. Ja, sehe heute noch ein bisschen fertig aus. Liegt aber nicht an meiner Gesundheit, sondern am Wetter. Ich habe hier 27,6 Grad im Schlafzimmer. Im Wohnzimmer sind es mittlerweile, ich glaube, 30. Draußen sind es 34. Wir haben einen anständigen Sommer. Bereits am 28. Mai diesen Jahres wurde das Barrierefrei-Portal der Stadt Bremen offiziell in Betrieb genommen. Im Vorwege hat mich das Planungsbüro Protz und Teiling, die die hauptsächliche Projektarbeit dort gemacht haben und alles koordinierten, angeschrieben und wollten meine Meinung zu dem Portal haben. Außerdem haben sie im Rahmen der Veröffentlichung einen Insta-Walk-and-Roll veranstaltet, zu dem ich auch eingeladen wurde. Man kann das sagen, es ist eine inklusive Stadtführung für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können. Und die Bilder werden dann halt auf Instagram hochgeladen. Zu diesem Insta-Walk-and-Roll wurde ich dann auch eingeladen und habe natürlich ein Video gedreht für euch, um euch ein bisschen aus der Stadt zu zeigen und was da so los war. Das kommt dann morgen. Freut euch drauf, auch wenn ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten hatte und auch ewig mit dem Schneiden brauchte, ist es ein schönes Video meiner Meinung nach. Das könnt ihr euch aber morgen anschauen. Kommen wir mal zurück zu dem Portal. Ja, ich zeige es euch am besten mal und zwar geht's los hier mit der Übersicht bzw. mit der Startseite. Was einem sofort auffällt, es ist sehr gut aufgeräumt. Und übersichtlich gestaltet. Man findet hier alles von leichte Sprache, so dass das auch wirklich jeder versteht, über einen Stadtführer, wo man dann einfach nur alles eingeben muss, was man sucht. Man findet es dann auch, ich gebe jetzt hier mal einfach Hotels ein und zeige euch mal, was dann passiert. Zack. Ihr bekommt alle Hotels angezeigt. Wenn wir mal zurückgehen, ihr könnt dieses natürlich dann auch nach einem Stadtteil, in dem ihr sucht, abgrenzen bzw. eingrenzen. Natürlich gibt es hier noch weitere Sachen wie barrierefreien Toilettenberatung etc. pp. Also die haben sich dort echt Gedanken gemacht. Im Bereich Tourismus und Freizeit findet ihr alles, was das Herz begehrt. Von Übernachtungen über Kunst und Kultur, was ihr dort entdecken könnt und so weiter und so fort. 2 Kategorien bzw. 3 Kategorien springen mir da besonders ins Auge. Und zwar ist das einmal Hilfsmittel und Assistenz. Da werden euch dann Sanitätshäuser und alles weitere, was ihr benötigt, angezeigt bekommen. Beziehungsweise es wird euch angezeigt. Punkt 2, der mir da besonders auffällt, ist die Kategorie Sport. Und zwar findet ihr dort alles Mögliche über Sportvereine, wo der Sport für Behinderte möglich ist. Finde ich eine sehr gute Sache. Punkt 3 dieser Kategorie ist barrierefreien Toiletten. Es ist eine klasse Geschichte, wenn man weiß, wo man in der Stadt eine Toilette findet, die man grundsätzlich nutzen kann. Sehr hilfreich. In der Kategorie Leben und Arbeit findet ihr dann auch wieder die Kategorie Hilfsmittel und Assistenz. Man guckt ja nicht immer in Tourismus und Freizeit rein. Ihr findet dort alles über das Wohnen, über die Gesundheit, über Beratungsmöglichkeiten und ihr findet auch was übers Arbeiten. Finde ich eine sehr gute Geschichte. So, und dann in der Kategorie Mobilität, Bus und Bahn findet ihr dort Auto, Flughafen und Fähre. Dort findet ihr dann Informationen, wie man es benutzen kann, was ihr beachten müsstet und so weiter und so fort. Da fällt mir ganz besonders die Kategorie Auto auf. Und zwar
gibt es dort nämlich eine Zusammenlistung aller barrierefreien Parkplätze, also kurz gesagt der Behindertenparkplätze, und ihr findet dort eine Baustellenübersicht. Das ist ja mal grandios. Okay, hat jetzt nichts unbedingt mit barrierefrei zu tun, aber nützlich ist es auf jeden Fall alle Male. Und wer sich ja um Baustellen kümmert, beziehungsweise darüber ärgert, wenn er dann mal im Verkehr stecken bleibt und so weiter und so fort, da wird er geholfen. Der einzige negative Punkt, den ich bisher entdecken konnte, ist der Button-Kontrast. Also irgendwie, egal auf welcher Seite ich auf Kontrast klicke, da tut sich nichts. Vielleicht kommt das irgendwann noch, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was der Button da soll. Aber ja, Schrift größer und kleiner, das funktioniert definitiv. Also ich kann es ja mal hier drücken. Ist ja nichts anderes wie am PC, ne? Dass man da größer machen kann. Das läuft auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall bei dem Portal, dass sich da eine Menge Leute eine Menge Gedanken gemacht haben. Unter anderem war natürlich das Planungsbüro Protze und Teiling sowie Bremen Online dafür zuständig oder hauptsächlich zuständig. Sie haben sich dann aber Politiker mit ins Boot geholt. Sie haben sich Vereine, die für behinderte Menschen mit zuständig sind, beziehungsweise für behinderte Menschen da sind, ins Boot geholt. Sie haben behinderte Menschen gefragt und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, die haben einen riesen Aufwand dafür getrieben. Das Bremen-Portal ist so gut durchdacht, dass ich ohne Probleme sagen kann, da kann sich jede Stadt und jede Kommune, wie auch immer, eine Scheibe von abschneiden. Ich für meinen Teil bin extrem begeistert vom Bremen-Portal und mir fällt da soweit nichts auf. Wie sieht es bei euch aus? Fehlen da irgendwelche Informationen? Fallen euch noch Fehler auf? Dann schreibt es denen doch gerne unter barrierefrei@bremen.de. Die Leute werden sich definitiv der Sache annehmen und das dann hinzufügen oder ändern, je nachdem, was es dann sein sollte. Das war es jetzt von mir und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch alle neuen Videos angezeigt bekommt und teilt die Seite mit Leuten, die es benötigen können. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Sommer. Ich bin jetzt fertig, werde mir ein neues nasses Handtuch aus dem Gefrierschrank holen und dann ja den Abend ausklingen lassen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Cheerio!